Hallo, ich bin Elisabeth und ich arbeite in der St. Laurentiuskirche. Und heute stehe ich auf dem Auerbacher Friedhof neben einem riesengroßen Kreuz. Das Kreuz ist für uns Christen ein wichtiges Zeichen. Aber warum eigentlich? Das könnt ihr herausfinden. Dazu müssen wir uns auf eine kleine Reise machen. Aber keine Bange, ihr braucht keinen Rucksack, ihr müsst kein Geld mitnehmen, ihr müsst auch keine Zugtickets kaufen. Es geht einfach so. In den nächsten Wochen wird jeden Sonntag hier auf dem YouTube-Kanal der St. Laurentiuskirche ein Video auf euch warten. Ein Video mit einer Geschichte. Einer Geschichte über Jesus. Über die Leute, die er trifft, über die Dinge, die er erlebt und über einen schweren Weg. Den Weg von Jesus ans Kreuz. Die Zeit, in der wir Christen an diesen schweren Weg von Jesus denken, die hat jetzt angefangen. Wir nennen sie die Passionszeit. Und wir können ein kleines Stück mit Jesus auf diesem Weg mitgehen. Aber es gibt nicht nur eine Geschichte für euch, sondern ihr könnt auch noch 7 kleine Schätze finden. Und zwar sind in jedem Video 4 Zahlen versteckt. Diese 4 Zahlen müsst ihr am Schloss einer Schatztruhe eingeben. Und diese Schatztruhe steht an der St. Laurentiuskirche. Wie das genau funktioniert, findet ihr unten in der Infobox beschrieben. In dieser Schatzkiste findet ihr jeden Sonntag eine kleine runde Holzplakette mit einem Bild passend zur Geschichte. Diese Plaketten könnt ihr sammeln über die Wochen und könnt sie in eure Wohnung aufhängen. Und dann, nach diesen 7 Wochen, dann wird Ostern. Dann feiern wir Familiengottesdienst. Am Ostermontag seid ihr ganz herzlich eingeladen in die St. Laurentiuskirche zum Familiengottesdienst. Und dort könnt ihr dann den 8. und letzten kleinen Schatz noch bekommen. Ich freue mich auf euch. Macht euch mit mir auf den Weg.